Hallo und herzlich willkommen zu unserer Show. Und wir spielen für Sie heute EZ und O. Engel! Alter, was denn? Voll der geile Rhyme, Alter. Ja, mega. Also mach ich jetzt direkt ein Album draus. Ja, aber eine kleine Pause und ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich machen. Gut. Weiß ich nicht. Guck mal, Tobi, ich habe ein Überdach gebaut, während du eine ganze Industrialisierung. Ich habe ein Überdach gebaut. Oh, schön. Aus Holz. Das noch nicht fertig ist, weil hinten dieser Abhang ist. Ja. Oh, cool. Aber ein Carport finde ich gut. Ja, Carport. Ja, genau. Carport, Alter. Carpe Diem. Ja, nice. Und natürlich auch Garage und so, verstehst du? Kann man theoretisch auch hier eine Tür. Kann man nicht. Aber theoretisch hier könnte man eine Tür bauen. So. Das würde gehen, vielleicht. America-Style, Mann. Ja, Nietzsche. Ja, was ist denn hier langsam mal mit dem Rezept? Ist immer noch nicht fertig, ne? Nee, das schreibt immer... Och, Alter, das dauert alles so lange jetzt. Eine Minute. Okay, das geht dann noch. Dann würde ich eh mal langsam gucken. Ich hab 4300 Skillpoints. Habe ich hier noch irgendwas bei Engineer? Habe ich noch irgendwas über dich gelernt? Mechanics? Industry? Hast du Industry nicht gelernt? Ja, was braucht man für Industry nochmal? Ich weiß es, Tobi, ich weiß es nicht. Was hast du denn vorhin für ein Buch? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Hier, Advanced Smelting und Metal Construction. Da kann ich jetzt auch alle Skillpoints investieren. Richtig, genau. So hier. Industry wollte ich noch machen, aber da braucht man irgendwie voll irgendwas mit Concrete oder sowas braucht man. Ah, okay. Ich baller hier einfach mal die XP-Points raus, weil... YOLO, so Alter. Ja, so sieht's aus. Das hat der Vorteil, wenn man wirklich mal eine Woche Pause macht, dann sammelt sich ordentlich was an. Ja, das stimmt. Es muss auch Vorteil haben. Hallo, wieso kann ich das jetzt nicht... Achso, da muss ich jetzt mal hier rüber. So. Geil. So. Alles mitgenommen und schon nur noch 2000 XP. Jetzt hat das Spiel für mich keinen Sinn mehr. So. Survivalist ist auch alles gelernt. Dann haben wir eigentlich schon... Also bald haben wir alles gelernt. Zement kommt jetzt noch. Wir schon alle Bücher. Ja, das brauche ich, genau. Zement brauche ich, glaube ich. Und dann kann ich Industry-Dingens machen. Okay, ja, Zement würde ich dann als eines der nächsten machen. Dann bleibt nur noch Cutting Edge Cooking. Oh, hier, Logging kann ich auch mal machen. Also Bäume fällen, dann haben wir eigentlich echt schon alles gelernt. Dann sind Skillpunkte eigentlich inzwischen... Ja, gut. Mal gucken, ob da noch irgendwas dazukommt vielleicht. Tatsächlich irgendwann. Bestimmt. Weiß ich nicht. Oh, und Baking ist fertig. Ja, geil. Endlich. Tobi, geil. Endlich kann ich Advanced Baking machen. Der Jubel ist im ganzen Land zu hören. Hä, wieso hab ich denn diese Steinaxt im Inventar? Wo kommt die Steinaxt her? Hat ich die immer da? Ich weiß es nicht. Kannst du jetzt auch Advanced Yeast machen? Bestimmt. Ich weiß es noch gar nicht. Was ist Yeast eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Eine Zuckerpampe oder sowas. Ah, okay. Also irgendwie das so... Das Kochen auf jeden Fall. Essensleim. Okay, Yeast. 24 macht er noch. Okay, ich schau mal. Ah, jetzt kann ich auch Brot backen. Das war es ja, was ich machen wollte. Das heißt, dazu gehe ich nochmal auf die Skill Points. Gehe jetzt nochmal ganz kurz auf Essen. Chef. So, Advanced. Lalalalala. Lalalalala. Und lalalalala. Gut. Dann habe ich Baking drin. Und kann jetzt Brot machen. 74 Yeast. Was ist los mit dir, Tobi? Brote dauern auch ewig. Oh Gott. Also Truthahn zubereiten. So. 90. Okay. 2 Stunden für 75 Brote. Na gut, das geht aber noch. So an Realismus gemessen. Ja. Ich mache jetzt mal 75 Brote, Tobi. Die hauen wir jetzt alle direkt in den fetten Wanst. Geil. Du wolltest noch ein Bett haben, ne? Ja, ach, reicht ja nicht. Ist ja nur Deko. Kein Scheiß. Was war das hier? Ich guck mal ganz kurz. So, Wooden Fabric Bed. Okay, da brauchen wir 8 Cloth und leider auch ein bisschen... Was mit dem Lumber? Cloth und Lumber. 10 waiting to be collected. Aber ich kann ihn nicht collecten. Warum ist denn Lumber? Hä? Warum packt der Lumber nicht da oben rein? Oder geht das nicht, weil... Nee, hä?
Hast du? Ach, du hast Lama hier hergestellt, kann das sein? Ja, weil ich weggenommen habe, das wieder neu rein war. Ja, ja. Kannst du das hier mal rauscollecten? Irgendwie ist es bei dir nicht angeschlossen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie packt das bei dir nicht automatisch raus. Das müsstest du hier collecten gerade. Oh, echt? Hä? Echt? Warte, ich komme. Ich verstehe nicht warum, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Warte. Ach, das ist wie vorhin mit dem Ofen, ne? Wo das war dein Eisen und dein Gold, ne? Ja, genau. Ja, stimmt, dann hat er es auch nicht rausgepackt, weil ich das bei mir nicht angeschlossen hatte. Noch nicht angeschlossen hatte. Warte mal, dann musst du mir mal sagen, welche Kiste das ist, dann kann ich die mal anschließen. Das kommt ja eh ins Lager. Also einfach irgendein Lager anschließen, dann ballert er das da rein. Wobei die eigentlich mal angeschlossen sein müssten. Ja, vielleicht muss das jeder für sich selbst immer anschließen, was irgendwie so ein bisschen doof ist, aber. Naja, aber macht schon Sinn eigentlich. Macht schon Sinn, dass jeder für sich selbst irgendwie die Arbeitsschritte da machen kann. Wo ist das? Ist das hier? Nee, das ist Stone Road. Warte mal, hier vielleicht? So, hier wächst alles. Krass, dass wir bald alles gelernt haben, Tobi. Voll gut. Das macht mir Angst. Es geht so schnell auf einmal. Ich komme mit Veränderungen nicht klar. Ja, wir wollten ja noch eine Mühle bauen. Wir wollten das Labor noch bauen. Ich glaube, wir sind da noch ein bisschen beschäftigt. Ja. Was spielen wir eigentlich danach? Nach Eco? Gute Frage. Vielleicht Ark? Boah, da hätte ich voll Bock drauf auf Ark. Ja, Mann. Wir haben das ja schon mal gespielt im Stream, das weiß ich noch. Ja, und man könnte theoretisch eine Mischung machen, so halb Stream, weißt du, dass man so ein paar Sachen im Stream macht, einfach so, wo dann zum Beispiel die Nahrung holen, pipapo. Oder? Ich weiß es nicht. Ein Mond-Ark traue ich mich nicht zu machen, weil er mich wieder so gebunden. Kein Stress, ich habe Montags jetzt sowieso, aber einfach mal frech, wie ich bin, mir den Slot geklaut und hab da jetzt Zelda eben. Nee, sehe ich nicht. Ja, sorry. Sehe ich nicht, Tobi. Zelda, Junge. Überleg mal, du kannst aus Zelda kein Wortspiel mit Montag machen. Doch, nee. Haben wir. Ja, was denn, was denn? Semo. Hä? Semo hört sich an wie Schemo, Alter, das kannst du doch nicht machen. Hä, was ist denn jetzt los? Hä, denkst du nicht an die Kranken, Tobi? Alter, du kannst doch nicht den Schemo Montag machen. Hä, ich Semo, Alter, was ist denn Schemo? Das finde ich Semo professionell. Er sieht immer das Negative, weißt du? Was? Unglaublich. So, ich wollte noch mit Erde hier ein bisschen rumkaufeln. Da ist schon wieder eine nächste Eisenmine. Hey, man kann jetzt in die Mine mit dem Kart gleich fahren, wenn ich fertig bin. Man kann jetzt in die Mine mit dem Kart 2-3. Man kann jetzt in die Mine mit dem Kart 2-3. Man kann jetzt in die Mine mit dem Kart 2-3. Nee. Hup. Was denn? Schön. Ja. Und dann machen wir in Eco noch ein komplettes U-Bahn-System, wo wir alle Sachen unterirdisch miteinander verbinden. Oh, bin ich raus. Mit Asphaltstraße. So. Wir können ja Community Grabeblätter vergeben. Ah, das ist noch eine Eisenmine hier. Das ist ganz schön viel Eisen. Brauchen wir so viel Eisen? Wir brauchen bestimmt viel Eisen später, oder? Klar. Ach, ich wollte ja das gleich. Ich wollte ja mal entlüften gleich. Ach ja. Stimmt, wir wollten heute mal ein bisschen ausprobieren. Wie weit können wir dieses System hier ausreizen? Mache ich gleich mal. Sehr gut. Alter. Wie es hier einfach schon lang rumpelt gerade. Was machst du denn da? Eine Mine. So. Holst du gerade Eisen von mir hier? Nee. Ich bin gerade hier hinten in unserer Mine. Achso. Hä? Aber ich höre dich? Ich habe dich so nah gehört. Oder war das von mir? Ach, das war, glaube ich, von meinem Haus. In meinem Haus arbeitet es ja gerade die ganze Zeit. Ich glaube, da wird gerade gebastelt. Das höre ich bis hier drüben. Oder ich Haus bin, einfach. Oder ich bin gerade schon bald unterm Haus, wenn ich weiter so mache. Oh. Das ist, glaube ich, sogar fast schon realistischer. Okay, da hinten geht es, glaube ich, nicht weiter. So, dann mache ich mal hier ein bisschen. Bisschen Party. So. Okay. Hä? Was denn? Wir haben gerade Server. Ah, jetzt ist wieder. Okay, was denn? Wie kann ich gerade den einen Stein da nicht abbauen? Ganz komisch. Ja, mit dem habe ich auch noch Schwierigkeiten. Ist das lustig? Bisschen. Amüsant quasi. Amüsant. Okay, ja, kein Problem. So. Das macht mich fuchsig, macht mich das. Ich glaube, ich höre dich hier mit dem Wagen die ganze Zeit. Du fährst gerade wieder mit dem Auto, ne? Also mit dem Karren. Nein. Nee. Ich klopfe immer noch Steine. Ja,
Hä, was rumpelt denn da oben rum? Ich weiß nicht. Vielleicht Tiere, die dein Haus zerstören. Weil Tiere sind böse, Erik. Ja, ja gut, deswegen esse ich die ja auch, damit die mir nichts antun können. Das ist der einzige Grund. Es ist einfach nur Angst. Es ist nicht so, dass sie mir schmecken. Ich will mich nur schützen. Diese Tiere sind auch erst gezähmt zwischen einem Burger-Bun. Richtig, richtig. Mit endlich, einem Stück Salat garniert. Endlich mal einer, der es versteht. Ja. So. Deswegen traue ich auch keinem Zirkus, weil die ganzen Tiere da einfach nicht zwischen zwei Brötchenhälften liegen. Du traust einem was nicht? Einem Zirkus, Tobi. Das sind diese Sachen, wo Tiere zur Belustigung der Menschen vorgeführt werden. Ah, das ist ein Zirkus, okay. Ja, genau, genau. So wie früher behaarte Frauen oder anders kolorierte Menschen oder, Menschen mit besonderem Körperwuchs. Das, ja, das war früher, das war ohne Scheiß, das war früher so. Das wurde immer zur Belustigung der Menschen vorgeführt. Und anders das, kolorierte Menschen. Ja, ja, wie nennt man das? Das heißt doch People of Color, oder? Wie sagt man das auf Deutsch? Ich hab jetzt maximal pigmentiert gesagt, keine Ahnung. Also, nee, keine ist ja nicht mal maximal. Es ist ja beliebig pigmentiert. Also, ach so, okay. Ne, also, oder anders texturiert oder ich weiß auch nicht wie. Und das war tatsächlich so bei dieser ganzen Diskussion um Kingdom Come Deliverance. Ne, wo es dann wieder irgendwie, ja, warum gibt's denn da keine Schwarze? Und historisch korrekt, rein historisch gesehen gab es nämlich zwei Schwarze in dem ganzen Land und die müssen auch abgebildet werden. Und das Problem ist aber, wenn man das geschichtlich korrekt machen würde, dann wären diese anders kolorierten Herrschaften, ich hasse das, diese Unterschiede nennen zu müssen, das ist so kacke einfach, das nervt mich, aber die hätte man dann quasi irgendwie vorführen müssen, weil das damals so eine Besonderheit war, dass sie an einem Hofe des Königs einfach so lustig vorgeführt wurden, weil die einfach anders aussahen, als das, was man dort kannte. Und hätte man das dann historisch korrekt eingebaut ins Spiel, was meinst du, was dann los gewesen wäre? Jetzt mal, das war wirklich ein Thema? Ja, genau wie da bei Witcher. Leute bei, ein Thema? Ja, bei Witcher echt? Auch, ja natürlich. Es muss ja, alles heutzutage unbedingt irgendwie, ne, und so. Man darf ja keine Fantasy-Welt mehr machen, wo nicht alles berücksichtigt wird. Was total doof ist. Ich verstehe es halt einfach nicht. WTF, da haben die echt ein Thema draus gemacht? Ja, Mann. WTF. Und dann ging es auch um den Musikgeschmack des einen Designers und Pipapo und lalala, ich weiß es gar nicht. Weil er hat dann und dann mal das und das T-Shirt getragen und bla. Aber ganz ehrlich, das ändert doch für mich nichts am Spiel. Ja, aber trotzdem, das überhaupt zum Thema zu machen, ist schon lächerlich. Ja, ja, es muss aber immer alles thematisiert werden. Du weißt ja, wie es ist. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob uns das als Gesellschaft dann weiterhilft, wenn man immer ein Drama draus macht, wenn man das immer thematisiert. Weil eigentlich sollte es ja gar kein Thema sein. Darum geht's doch im Grunde genommen. Ja. So. Ja. Zack. Das regt mich manchmal auf, ne? Dass sowas zum Thema gemacht wird, Alter. Ja, also manchmal ist es halt, ne, ich weiß, der Diskurs ist da und das ist auch alles wichtig und wir sind gerade eine Gesellschaft im Umbruch und man kann das auch nicht mit dem, ne, ich sag das mal gerne, mit dem Brecheisen Leuten aufzwingen, das geht natürlich nicht. Das ist natürlich eine Lernkurve und so weiter, pipapo. Aber ich find's manchmal einfach unnötig und ehrlich gesagt auch manchmal rückwerfend. Ich weiß, wie ich es nennen soll. Das ist ein Zurückwurf in der Diskussion, wenn man wegen allem immer so ein Fass aufmachen muss. In dieser Gesellschaft, die alles ausdiskutieren will, aber einfach nur der Diskussion willen. Es geht einfach nur darum, Recht zu haben, um nichts anderes mehr. Vor allem, die konnten es ja nur falsch machen. Sie haben sie nicht reingepackt, ist falsch. Sie hätten sie reingepackt, wäre auch falsch gewesen. Richtig, richtig. Also es wäre egal, was sie gemacht... Oh, mein Stapel ist voll. Wäre egal, was du gemacht hättest, hast verloren. Ja. Schade. Naja. Und muss ja auch nicht sein. Wenn wir ehrlich sind, das muss ja auch nicht sein. Also nicht das mit dem Nicht-Reinbauen, aber die Diskussion darum, lass die Welt da einfach sein, wie sie ist. Das ist genauso, da habe ich jetzt gerade im Podcast drüber gequatscht, erst in der, ich weiß gar nicht, in der heutigen Aufnahme, nee, inzwischen gestrigen Aufnahme, hat man im Podcast auch so ähnliche Themen. Zum Beispiel, dass ich finde halt nicht, dass man unbedingt, ne, ich weiß, die Gender-Diskussion ist da, also, ne, hier, Männlein, Weiblein, pipapo, aber ich brauche jetzt keine männliche Lara Croft und ich brauche keine weibliche Indiana Jones. Nee. Überhaupt, muss so. Überhaupt nicht sein. Also, ja, da also für mich ist das ja immer noch Kunst, also ganz ehrlich. Ja, und da verstehe ich es halt auch nicht. Da geht es dann glaube ich, auch nicht irgendwie darum, um Diskussion, sondern es geht aber nur darum, möglichst alles zu thematisieren. Und dann, damit wirfst du das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen zurück und gehst auch ein bisschen am Thema vorbei. Das ist ja genauso, wie die eine immer fordert von der Politik. Also die Frau hat für mich extreme Komplexe, dass zum Beispiel der See nicht mehr der See heißt, weil es ja der männliche See dann in dem Fall ist. Aber ich weiß gar nicht, heißt das nicht auch die See? Man sagt ja auch, ich liebe die See.
Man sagt ja nicht, ich liebe den. Ja, aber den See ist der spezielle See, aber die See ist die allgemeine. Die See ist dann so mehr halt, ne, glaube ich. Nee, ich glaube, man sagt auch die See. Und nicht nur der. Also der See ist der spezielle, aber allgemein sagt man die See. Aber ich weiß, was du meinst, so. Es soll nicht mehr der Mond heißen, sondern die Mond. Sowas, ne? Zum Beispiel, oder das Mond am besten. Ja, das ist einfach, das weiß ich nicht. Da sehe ich es halt auch nicht. Also, das ist sowas von bescheuert, ey, ganz ehrlich. Da frage ich mich echt, leben wir ernsthaft? Also. Das bringt halt auch nichts weiter. Das bringt überhaupt nichts weiter. Sind wirklich Diskussionen. Also ganz kurz, du kannst keinen Stahl mehr machen, weil angeblich hier steht Status, Output Tank ist full. Achso, ja, warte, dann komme ich mal zum Entlüften. Ach, der ist das, okay. Wir entlüften! Das werde ich sehen. Diesmal von oben. Kann ich auch entlüften? Dann mache ich das mal eben. Du musst nur den mittlersten Stein, glaube ich, der ist das, einfach abschlagen von diesem kleinen Dach. Achso, das kann ich gerade nicht, weil mein Inventar voll ist. Da müsstest du dann mal kurz machen, tut mir leid. Guten Tag. Sieht schön aus mit dem Schornstein hier. Bitte. Er steckt erstmal den Kopf in den Wiesen. Alter. Oh, diese Blähung, Tobi. Oh, diese Blähung. Was muss ich noch einstecken? Hilfe! Musst du, dass du nicht mehr rauskommst? Ich komme ja auch nicht wieder raus. Stimmt, Hilfe, Tobi! Warte, ich helfe dir. So. Oh, jetzt steck ich fest, jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Jetzt bin ich rausgeflogen. Dankeschön. Entschuldigung. Ja, bist du immer noch da drin? Nee, bei mir bin ich draußen. Hä? Also ich laufe jetzt hier rum gerade. Oder bin ich tot und hab eine Out-of-Body-Experience hier gerade? Hey, du bist bei mir immer noch da drin. Echt? Nee, ich geh jetzt mal rein in die Fabrik. Ah, jetzt bist du draußen. Okay. Schräg, Alter, das ist hier laut. Guck mal gerade bitte, wenn du auf den Ofen. Warte, ich verstehe gerade kaum was. Ich wollte einmal wieder Iron smelten. 70 Stück müssen gehen. Warte mal. Guck mal, wir gucken, ob das Fähigkeit nutzt ist. So, 70 Stück, ich hoffe, das geht. Krass, wenn die entlüftet, können wir wieder zumachen da oben. Alles klar. Ich hau hier nochmal ganz kurz. Ich muss mal auf die Karte mal gucken. Das, aber ganz ehrlich, ich find, wir machen das eigentlich ganz gut, was das angeht. Also unsere Umwelt scheint relativ stabil zu sein. Wobei wir jetzt halt auch so zu zweit sind, ne? Ich glaube, mit 50 Leuten hast du größere Probleme. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall auch. So. Ach, ich kann ja mit der Schaufel reingehen. Ich bin halt doof. Ich mach's nur. So. Juhu. Ja. 70 Eisen. Kannst du wieder weiter Rohre machen und was auch immer. Geil. Dafür bin ich wenigstens gut. So. Wie gesagt, du kannst jetzt mit deinem Kart auch komplett runterfahren. Also ich hab das jetzt hier. Wo komplett runterfahren? In der Mine. Ah, okay, cool. Ja. Da müsste ich mal vielleicht bald Steine holen. Ich weiß nicht, was die Brücke macht. Was wollte ich gerade gucken? Ach ja, wegen der Umweltverschmutzung. Ach ja. Mal kurz gucken. Wie sieht's aus? Air Pollution? Ja, ach bitte. Minimal, wa? Ja, ein kleiner Popel. Das war's. Das ist ja lächerlich, Domi. Also ganz ehrlich. Also können wir noch eine zweite Fabrik bauen? Ja, denke schon. Das ist easy. Also können wir wirklich sogar, glaube ich. Brauchen wir das aber, weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht. So, Brot läuft. Ich gucke nochmal ganz kurz, was ich noch alles brauche für den blöden Truthahn. Irgendwann wird es wahrscheinlich zur Gewohnheit, aber dann ist das Let's Play vorbei. Ansonsten nur Prime Cut. Und davon müssten wir eigentlich genug haben. Ja, 56. Ich kann jetzt schon 9 Truthähne machen. Ich warte mal auf 10. Komm, 10 Truthähne. Das muss doch gehen. Das eine Brot ist aber schon gleich fertig. Gib mir das Brot. Gib mir das Sweet Sweet Broting. 42 Sekunden. Dann ist das 10. Brot fertig. Mach 10 Truthähne, Tobi. 10. Alter. Da wird fest. Und dazu noch leckeren Obst- oder Gemüsesaft. Nee, Obstsaft. Das ist ein Obstsaft, ein Smoothie. Lecker. Vielleicht mache ich davon schon mal 10. I love the Hühner to shoot. Oh Gott.
Oh Gott, ist das lange her. Gimme Moorhuhn. Alter. Boah, 10 Truthähne dauern eine Stunde und 10 Gemüsesaft dauern 40 Minuten. Oh. Okay, ich fang mal mit dem Vegetable Stock an hier. 10 Gemüsesäfte. Wow. Okay. Also ich verstehe, wenn man sich ja mehrere... Vielleicht kann man sich auch mehrere Öfen nebeneinander machen oder so? Dass man dann so ein bisschen... Fabrikmäßig, ja. Ja. Aber brauchen wir das für 2 Personen? Ist jetzt nur am Anfang ein bisschen hakelig, aber später... Wir können ja eh nicht so viel essen. Wir werden nicht so viel essen. Nee, ich glaube, das reicht vollkommen. Wie gesagt, also wenn du jetzt wirklich so 5, 6 Leute bist und hast da so einen Laden, wo du die Sachen... Dann, glaube ich, ist das schon was anderes. Ja, ja, ja. Oder also 50 Leute auf dem Server stelle ich mir nochmal ganz andere Herausforderungen vor, als unser kleines Stelldichein hier mit 2 Personen. Das ist, glaube ich, relativ entspannt. Gibt es überhaupt eine Währung in diesem Spiel? Weil wenn du sagst, du kannst ja Sachen an Leute Ja, du kannst Währungen vorschlagen und also mehrere Währungen sogar machen, glaube ich. Ah, okay. Cool. So. Huch. So. Und dann hier nochmal ein Zwanni auf den Schultern. Und dann hier mal kurz runter. So. Und die nächsten 70 Eisen. Alter. Ja, 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 wir heizen jetzt mal richtig ein. Wir testen jetzt mal mit der Umweltverschmutzung, ob wir uns den grünen Stern verdient haben, Tobi. Für das wirklich ökologischste Let's Play auf YouTube. Und die ökologischste Eco-Welt überhaupt. Wir sind umweltschonender als, manche andere. Ja, die meinen, sie wären umweltschonend. Ja, ja, ja. Ist so. Hashtag Fakt. So. So, wie viel waren das? 85? Nein. 87. Okay. 70 Eisen. Order. So. Mach doch mal oben den Kamin auf. Einfach. Immer. Soll ich ihn mal aufmachen? Ja. Dann müssen wir nicht immer nachtesten und so. Ich meine, vielleicht macht es ja auch gar keinen Unterschied. Aber einfach mal testen. Nein. Was denn? Ist reingefallen? Nee. Nein, mein Kart, nein. Oh mein Gott. Ist der runtergefallen? Tobi? Okay. Oh, ist auf der richtigen Seite gelandet. Ja, ja, ah, ist er, ja. Ich wollte gerade sagen, lebst du noch? Wie komme ich jetzt hier raus? Iron Ore. Noch mehr Iron Ore. Ich mache dir jetzt gerade die Zuliefererarbeiten hier die ganze Zeit. Gut. So. Ich repräsentiere auf diesem Server den Mittelstand. Der Tobi ist mehr so die Großfinanz. Hä? Warum schreibst du an meinem Schild immer rum, Tobi? Du hast auf mein Schild Spaß geschrieben. Hä? Nein. Nein, aber gar nicht. Ich hab Spaß geschrieben, aber ich kann einfach nicht schreiben. Ich hab da eine Leserechtschreibschwäche. Ach, das ist, weil du behindert bist, ne? Und deswegen machst du dich wieder über mich lustig, wegen meiner Leserechtschreibschwäche? Mann. Was denn, Tobi? Was ist denn los? Ja, komm. Das hat mich gerade an die Shellshock-Runden, Alter. Boah, Mistgame, Alter. Alter, das war so gut. Originales Mistgame. Das war so böse und es war so gut und so böse. Boah, Alter. Wie sich auch alle aufgeregt haben. Wirklich jeder Einzelne. Boah, das war ein Traum. Erfreust du dich, ne? Ja, ja, ich war ja auch voller Hass. Genau wie ihr. Warst voller Hass, weil du schon wieder gewonnen hast. Nee, ihr habt euch ja auch immer zusammengerottet gegen mich. 3 gegen 1. Und ich, armer kleiner Mann, spiel zum ersten Mal, weißt du, und werd gleich so angegangen von euch. Finde ich nicht gut. So. Ich, armer kleiner Mann. Ja, und dann bin ich auch noch, der Älteste in der Runde, weißt du, ich kann das ja alles schon nicht mehr mit dem Computer und so. Wie geht das eigentlich? Weißt du, hab versucht, mir Windows 10 einzurichten, gerade so. Weißt du, wollte schon meinen Enkel fragen. Ja, das tut sich wieder die Opferrolle, ne? Das ist einfach unglaublich. Oh, das ist einfach das Schönste.
Das war schön. Kann ich das hier eigentlich direkt in die Blasten? Nee, kann ich nicht. Okay. Ja! Mal denn? Oh, ich habe meinen Kart gerettet, Mann. Ah. Dieser Kart ist gerettet. So, 30 Iron Ore, alles klar. Alter, ich mache jetzt hier so viel Eisen gerade. Wir werden es, glaube ich, nie brauchen. Wollte nur sagen. Aber wir haben es da. Ach doch, bestimmt. Wir werden es bestimmt brauchen. Ich habe auch noch ganz viel Gold. Da kann ich auch noch. Warte, Tobi, letzte Fuhre. Brauchst du Steine? Ja, gerne. Kannst du gerne umlagern. Nehme ich gerne entgegen. Okay. So, hier hast du 10 Euro, Mann. Fährt der mit seinem fetten Benz rum, Alter, der Prollo. Widerlich. Ich fahr Schulbus, weißt du? Ja, Entschuldigung. Für die Menschen, du. Alter. Oh, langsam ist das anstrengend für mich auch selber. Ist das ein LKW? Ist das dein Ding hier? Ja, ne? Ja, genau, das ist der. Ich muss ihn mal umbenennen auch, damit das passt. Hier, Schulbus, da kannst du die Steine reinladen. Prima, da haben die Kleinen wieder was zu schnetzeln. So. Sehr schön. Vielen Dank. Hast du deinen Bus umbenannt hier, dein Ding? Ja, da ist jetzt Schulbus. Okay. Ja. Weil ich habe gedacht, wenn du mir schon die Steine reinpackst, okay, du... So. Was denn? Da können die was Schönes draus basteln im Werkunterricht, weißt du? Ja. Das ist wie Schnitzen, nur mit einer Spitzhacke. Und gestreiften Klamotten. Damit sie schon mal in ihr späteres Leben gewöhnen, die Blagen. Ja. Oh, das Yeast Project ist complete. Geil, Yeast, Alter. Das ist ja eine freudige Überraschung. Endlich genug Yeast für alle. Das hieß ja schön. So. Zack, hier alles rein. Ja. Was denn? Du, was ist los? Ja, ist gut. Bist du ein bisschen fröhlicher Mensch, oder was? Ja, jetzt gerade schon. Ach so. Hast du wieder Dummheiten gemacht? Nein. Okay, gut. Ich nicht. So. Hier. Steine. Aber mit den großen Karren dauert das viel länger, die Steine rumzuschubsen. Aber die sind echt, wie gesagt, das ist echt ein Traum, die Dinger. Das ist eine immense Erleichterung. Ich würde fast sagen, die sind doppelt so performant. Es fühlt sich zumindest so an. Hier brauchen wir noch Steinweg. Steinweg, überall Steinweg, Steinweg, Steinweg. Machen wir eine schöne Steinwegflasche und dann geht das schon. Gott. Was denn? Ja. Na gut. Alter, diese Mine hier unten, ne? Da hast du wieder Spaß, oder? Alter, tu... Was? Alter, Tobi! Alter, du bist so bescheuert, Alter! Wie mit den Karren auch unter der Nase umbenennt, weißt du? Deswegen muss ich gerade so lachen. Meine heißt den Schulbus! Alter. Okay, pass auf, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So. Ich mache mich stark. Tobi, ich mache mich jetzt stark. Ja, für deine Zuschauer, ich weiß schon. Tobi. Oh, Tobi. Oh. Hey, du wüsstest, was du gerade gesagt hast. Oh, Alter, Tobi. Ich weiß nicht, was du da drauf geschrieben hast. Ich hoffe, ich hätte jetzt Respekt vor Mongos geschrieben. So, was wäre das denn für ein Fettnäpfchen gewesen, Tobi? Hm? Hä, was ist das denn? Alter. Ich möchte
ich möchte übrigens warnen, dieses Let's Play ist politisch inkorrekt. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Kommt vielleicht ein bisschen zu spät. Quatsch. Okay, ich beziehe ja Mongos mit in dieses Let's Play ein. Schlimmer wäre es, wenn ich... Ja, man muss... Ja, du meinst, du bist inklusiv. Ja, so wie Frau Ludewig. Das finde ich... Hä, wieso? Ein Gesicht, ach, die war oder exklusiv, was? Ne? Scheiße, verdammt. Also, warte mal, das... Oh, 8 Lumber und 16 Bricks, alles klar. Das hier können wir auch machen. Tobi, kannst du mir nochmal 10 Stahl dann reinschmeißen? Was, Stahl brauchst du? Ich brauch 10 Stahl und 10 Yeast. Ja. Das ist nicht mal ein Witz. Ich brauche wirklich für Cutting Edge Cooking, ne? Also für das Superkochen brauche ich 10 Stahl und 10 Zuckerblöre. Ich weiß nicht, wo das Rezept... wie das Stahl, Alter? Für Kochen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Du, vielleicht machst du dir jetzt endlich mal ein paar Töpfe von WMF. Nee, soll sich ja nicht mehr lohnen. Die wurden ja nach China verkauft und seitdem ist die Quali nicht mehr so gut. Ach stimmt, das hat ja jemand im Stream gesagt, ne? Ja, habe ich jetzt gelernt. Okay. Habe ich gelernt. So, 8 davon. Okay, Stahl brauchen wir. So, dann wollen wir mal. Wollen wir mal. Das da. Und 16 Bricks. Achso, das hatte ich. Brauche nur noch 16 Bricks. Okay. Zement-Skillbook. Ja! Ich dachte, ich mache auch mal was Sinnvolles. Zur Abwechslung. Geil, Erik. Ja, Mann. Hey. Ja, Mann. So, 16 Bricks. Weißt du was? Da kann ich auch ruhig. 40. Ja, komm, mach mal 40, weil wir jetzt was da haben. Dann haben wir die Bricks schon mal ein bisschen auf Dingens. Auf Vorrat. Du. Schade, dass man bei diesem Planter nichts einpflanzen kann. Das finde ich so ein bisschen schade. Ja, das stimmt. So, habe ich eigentlich die Becken schon reingeschmissen? Nee, ne? Nee, ich glaube, du brauchst es dafür irgendwas. Ja, ich glaube auch. Ah ja, 8 Cloth. Jetzt habe ich auch zu wenig Lumber. Da mache ich mal lieber ein bisschen Lumber. Boah, 10 Lumber hier würde erstmal reichen. Dauert 2 Minuten und dann 8 Cloth. Hallo? Ach, Klof. So. Habt ihr dein Steinlager nochmal voll gemacht? Oh, danke schön. Ja. Acht Klof. Achso, ich muss ja noch in Storage gucken. Ja. Ich kann auch mal ein paar auf Vorrat machen, ehrlich gesagt. So. Crafting. Klof. Big Backpack kann ich uns auch mal machen, ne? Oder, was, oder. Ach, da können wir mehr mitnehmen. Oder hier Bärenpack. Genau, da passt dann irgendwie mehr rein. Cool. So. Da kann ich dann 11 Eisen mitnehmen statt 10. Genau. Das lohnt sich halt echt fett. So. Ich mache mir ja 50. Ich mache mal 100. Das dauert 40 Minuten, aber ganz ehrlich, wir haben hier von viel zu viel. 100 Klof. Kennst du Jean Klof Van Damme? Jan Kloß am Damm. Was wollte ich machen? Betten. 2. Ups. So, 2 Betten. Gehen bestimmt gleich in Auftrag. So. Wir müssen uns mal überlegen, wo du die Mühle hinhaben kannst. Ja, ich hatte gedacht... Irgendwie hier so auf der Seite, wo die Sonne scheint, so ein bisschen hier hinten so, hier so. Ein bisschen zwischen den Häusern vielleicht, ich weiß nicht. Also hier so, Weil hier ist ja, hier, guck mal, hier ist ja auch ein Weg, also vielleicht kann man die sogar hier einen Weg machen oder so. Oder vielleicht so, dass die mit dem Ausgang hier in diese Richtung des Weges guckt, dass hier so eine Abzweigung dahin geht oder so. Die steht am Weg, aber dann geht da extra noch aus dem Erdweg rein, verstehst du? So. Weiß ich auch nicht. Ja, doch. Boah, ich bin mega froh über die Heidelbeeren. Und die Bohnen. Ich freue mich da immer noch extrem drüber. Das ist cool, ja. Hast du da schon jetzt was geerntet eigentlich mittlerweile? Ja, vorhin habe ich ja das ganze Feld schon geerntet und die ganzen Bohnen. Und hier wachsen Heidelbeeren jetzt ja auch wild. Das ist halt echt geil. Boah, das ist aber realistisch. Das finde ich cool. Ja,
Das mag ich gerne, weil die siedeln sich jetzt wieder an und besiedeln sich hoffentlich hier über die ganze Ebene. So über den Rest des Let's Plays verteilt, werden sie sich hoffentlich noch weiter ausbreiten. Das wäre echt cool. Auch bei unseren Feldern, also das sind ja auch unsere Felder, aber auch bei den Weizenfeldern so, dass sich das immer weiter ausbreitet. Das finde ich halt auch sehr geil. Breitet sich dann auch wirklich dann weiter aus oder ist das dann nur ein Kreis von diesem Feld? Das müsste sich eigentlich auch weiter ausbreiten. Haben wir eigentlich was, was hier überhaupt nicht gewachsen ist auf dem Planeten? Was wir brauchen? Nee, ne? Also Reis habe ich inzwischen gefunden, aber was wir brauchen, glaube ich, so brauchtechnisch gar nichts. Da müsste alles da sein. Das ist gut. So, eins, zwei... Nee, jetzt habe ich... Oh, habe ich jetzt ernsthaft eine Spitzhacke da oben vergessen? Ach, leck mich doch auf. Weißt du, wo ich jetzt mal echt Bock hätte? Geil, Tobi. Worauf? Auf so ein richtig schön goldbraun gebratenes Wiener Schnitzel. Aber nicht mit in-game, Kartoffeln. Ne? Nicht in-game. Nee. Mit Kartoffeln, Spargel und richtig fett Soße von der Nase. Oder will ich jetzt sofort alles stehen und liegen lassen und essen? Alleine Soße holen und dies mit Kartoffeln und Schnitzel. Ja, bitte ja. Oh ja, ja, oh ja. So viel ja. Drehst du gerade ein Porno oder was? Ich schaue gerade Drehbuch. Oh, das ist nice. Dann brauche ich das auf der Seite hier eigentlich nicht mehr. So, ich hoffe, das ist von außen okay. Und dann haben wir hier. Guck mal, das doch. Das ist ja richtig geil. Hohoho, Tobi, Alter. Hm? Oh, nichts. Nichts. Geh das mal. Haben wir uns verdient. Geh mal was? Oben bei mir ins Schlafzimmer. Ja, warte. Was ist das denn für ein. Oh, und sag, mir, ob dir da irgendwas auffällt. Auf der Seite müsste jetzt alles richtig sein, wenn ich das hier überblicke, ne? Ich glaube schon. Okay. Ich muss eh zu dir kommen, weil du weißt ja. Ist schon wieder soweit? Ja, natürlich. Wie schnell das geht. Ich hab jetzt mit wenigen Mitteln eigentlich, glaube ich, was Gutes gemacht. Gerade. Einfach so aus dem Gefühl heraus, dass es, glaube ich, richtig wäre. Alter! Hm? Meinst du die Terrasse hier drüben? Ist voll geil, oder? Ja, Mann, das sieht voll gut aus. Ja! Und ich hab einfach nur, eigentlich ein Loch in die Dingens gerissen und ein paar Fenster ran gemacht. Tür kommt auch noch hin. Ah, ist voll geil. Ja, Mann, das ist voll gut. Ich mach die noch ein bisschen breiter, glaube ich, nach außen. Vielleicht doch noch zwei, wie hier geplant. Ja, geil. Achso, ich muss da nicht unten gucken. Ich kann jetzt hier gucken, das Dach ist heile, okay. Das ist voll gut. Voll geil. Sieht auch voll geil aus. Es gibt halt keinen richtigen Geländer, ne? Das ist echt schade. Ja, einen Zaun kann man machen, aber ich finde, der nimmt zu viel Sicht weg einfach. Vielleicht später eine Glasscheibe drumrum oder so. Das würde wahrscheinlich gehen. Aber der Dach ist immer noch speziell, ne? Hm, wieso speziell? Also auf der einen Seite länger als auf der anderen. Habe ich das noch nicht angepasst? Ne. Oh ja, stimmt, habe ich noch nicht angepasst. Ja, gut. Ja, du hast ja Respekt für Minderheiten. Das ist ja dein Ding, Erik. Deswegen, das findest du das Dach auch schön, so wie es jetzt, oder? Ja, finde ich gut, dass du es erkannt hast, Tobi. Ja, sehr gut. Freut ja, mich. Ja. Tobi, ich respektiere dich. Ja, schön, das, danke. Das ist die neue Art, hier durch die Blume zu sagen, weißt du? Okay, ja, ist okay. Ach, ich mag das Let's Play. Das ist echt schön. Ja. Würde mir fehlen, wenn ich nächste Woche aussteige. Ah, ja, blöd. Ja gut, dann mach ich alleine weiter. Das ja, ich mache jetzt Fernsehen dann. Hab jetzt also, du bist ja schon ein Fernsehsender, ne? Ja, nee, ich habe von RTL 2 jetzt Angebot bekommen. Ich darf jetzt funny Interclips moderieren. Das ist einfach mein Lebenstraum. Alter, wie hieß das denn früher, dieser eine... Oh
Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ups, die Pannenshow und sowas. Ja, Mann, Alter. Ups, die Pannenshow. Und dann wird das dreimal oder viermal wiederholt, nochmal in Zeitung. Boing, boing. Damit es auch der Letzte versteht, weißt du. Na gut, das sind RTL2-Zuschauer, die sind ja noch schlimmer als RTL. Ja, ja. Und dann musst du aber auch noch erklären oder irgendwelche witzigen Sachen machen, irgendwie, wenn da so ein Hund ist, so, wo bin ich? So, oh. Ja, das ist ähnlich wie Dschungelcamp einfach. Das ist so die ähnliche Stufe wie Dschungelcamp. Das ist so, dann weißt du, du hast es geschafft. Weil Dschungelcamp ja noch unterhaltsam ist. Ja, vor allem bei Dschungelcamp hast du vielleicht noch die minimale Chance, dass was aus dir wird. Aber sobald du so eine Funny-Clip-Show moderiert hast, ist vorbei. Niemand nimmt dich mehr. Ich glaube, da bist du wirklich... an neuen Live früher, Alter. Boah. Ja, da bist du halt auch durch. Da kannst auch der Jürgen Klapinski sein, da ist halt vorbei die Nummer einfach. Weißt du, so. Jürgen Milski, Alter. Ja, Milski, genau, Milski, Branski. Alter, das ist halt, die Nummer ist durch. So, 9 Live war so, weiß ich nicht, das Gnadenbrot, nicht mal das Gnadenbrot für TV-Betrüger, kann man sagen. Das war so die Alternative zum Internetbetrug. Kannst dich auch im Fernsehen betrügen lassen. Ist echt so, weißt du, und das war früher Geduld, also was heißt Geduld, das war erlaubt früher. Richtig. Das ist das Krasse eigentlich in der ganzen Geschichte. Fernsehbetrug mit Jürgen Milski und der anderen Tante aus Big Brother. Ja, warte, AIDA hieß sie. AIDA, genau. Die, durch was hat die sich ausgezeichnet? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung, die konnten doch alle nix, oder? Jürgen und Zlatko waren ja groß, die hatten ja auch viele, viele Erfolge musikalisch. Und Jürgen hat auch, glaube ich, auf dem Ballermann dann noch richtig abgeräumt. Da kamen ja auch 5 Leute dann. Ja, weiß ich nicht, aber ist das wirklich ein was, wo du stolz drauf sein kannst, wenn du auf dem Ballermann erfolgreich bist? Weiß ich nicht. Ich frag mal Hans. Wer ist denn Hans? Entertainment! Ach so. Ja, hat er nicht auch auf dem Ballermann Erfolge gefeiert? Einen einzigen Erfolg? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der hat ja auch ein Lied gemacht. Aber dem habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Gibt es den überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Also ich finde, der Hans Entertainment ist, glaube ich, inzwischen so eine tragische Figur, weil er hatte ja seinen Auftritt dann im Ballermann und der soll ja nicht so gut gelaufen sein. Und als ich kannte den gar nicht, habe dann einfach mal ein bisschen geguckt, so wer ist das, was hat er gemacht, ach hier Ballermann. Und dann tat er mir einfach leid. Und da muss er trotzdem immer gute Miene zum bösen Spiel machen, weil er muss ja immer, weißt du, nee, Entertainer. Und aber, boah, das tat mir dann echt leid. So, ja. Hat er eine CD draußen? Ich glaube ja. Zumindest hat er einen Song gehabt. Wie eigentlich jeder, ne? Ja, gut, den will ich jetzt auch nicht auf Spotify hören. Aber ich will, ganz ehrlich, ich will auch Elektro-Titte nicht hören. Ich sag ja, jeder hat einen Song. Ja. Hätte wahrscheinlich auf dem Ballermann vielleicht auch Erfolg gehabt. Weil ich Elektro-Titte jetzt nicht so schlecht fand, muss ich tatsächlich sagen. Ich fand das so. Auch ein Ohrwurm tatsächlich. Naja, vor allen Dingen war es ja ein Community-Song. Es war ja eigentlich aus der Community raus. Eben. Aber das wusste halt keiner. Deswegen, gut, da kann man vielleicht kann man nochmal ein Auge zudrücken. Aber es verfolgt einen ein bisschen. Aber ganz ehrlich, es war unterhaltsam. Das war die Hauptsache. Ich muss auch sagen, auch der Song von Hans Entertainment, also sein erstes, mehrere, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Das sind halt wirklich Ohrwürmer. Alter, Discord, ich hasse Discord. Hast du schon mal gesagt? Ja, hast du schon mal gesagt. Ja. Das klingt hier ungefähr so. Ja, ich muss auch sagen, Hans Entertainment. Und ja, auch der Song kann man auch nochmal hören in der Disco. Sag's mal. Oh, vielleicht muss ich einfach mal meine Mikro-Dings einstellen, dass das dauerhaft sendet. Ja, das mach ich gleich. Das wäre ganz gut, vielleicht. Das wäre ganz gut, weil du immer so leise und schüchtern bist, wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, Entschuldigung. Das macht nichts, Tobi. Wir mögen dich ja so, weil du so bist. Oh Gott. Ich kotze gleich. Was denn? Ein Respekt für Minderheiten. Ja, genau. So. Wir sind unsere eigene Minderheit. Wir brauchen keine anderen. Okay, ja, dann nächste Folge, Tobi, oder was? Ja, sollten wir tun. Alles klar. Die Zuschauer, die Eco gucken, sind übrigens auch eine Minderheit. Das ist die Minderheit, die Eco guckt. Alles ist eine Minderheit. Man muss es ja gar nicht auf körperliche Benachteiligung münzen oder sexuelle Präferenz. Es kann ja auch mal vielleicht ein Let's Play-Geschmack sein. Finde ich gut, die Ansicht. Finde ich gut. Ne? Jeder ist eine Minderheit. Deswegen respektiere ich euch. Das ist noch schlimmer als Domian, Alter. Ich übe schon mal für den Wahlkampf, Alter.
Oh Gott. Ach, schön. Ach, ich mag das. Na gut, dann bis zur nächsten Folge, ne? Ja, genau. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Alter, ich kotze gleich.